Hallo und herzlich willkommen zurück zu Abzu. Ja, das letzte Mal haben wir die Kalmare befreit. Und mal sehen, wie weit wir jetzt kommen. Sehen, ob wir noch tiefer gehen oder ob das jetzt schon der tiefste Punkt der Meere ist, den wir hier besuchen. Auf jeden Fall leuchtet hier alles wunderschön. Nö, ja, ihr seht. Dann wollen wir mal noch weiter ab. Sand. Oh, wo geht's denn hier hin? Oh, oh. Nein. Nein, Schönerlichen. Hi. Hi, Fisch. Will ich nicht wirklich. Dinger blinken jetzt schon. Na, geht weg. Na, 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 nein. Ihr seid gemein. Mag euch nicht. Aber es ist doch voll unklug, jetzt da reinzuschwimmen. Ist das nicht die Höhle des Löwens? Das ist die Quelle alles übelst. Aber ich will nicht da. Ja, komm, wir drehen wieder um. Zurück zu den Kalmaren, ne? Ja, wir haben keine Wahl. Aufrein da. Böses. Böse Pyramide. Vernichtet alles. Einmal. Aber wieso haben wir dann deren Symbol auf dem Rücken? Haben wir da nicht mit der zu tun? Oh oh. Wo sind wir hier? Will hier nicht sein. Wieso ist hier alles so düster und kacke und rot? Was ist das hier? Eine Roboter gebaut? Wollten die irgendwie nachbauen? Das ist so ein Kern gewesen? Das sind meine kleinen Freunde! Die Maschine hat also nur Spione gemacht, um uns auszuspionieren. Oder wie? Kante? Ich hab so Schiss, dass die mich mal kriegen. Ein bisschen hat es ein Feeling von der Raumstation. Aber wir sind ja unter Wasser. Und hier werden die bösen Dreiecke hergestellt. Hasse euch. So. Musste mal gesagt werden. Ah. Wir gehören hier doch gar nicht hin. Was ist das? Kann man das anfassen? Interagieren oder so? Ja, man kann. Ja, das sind meine eigentlichen Begleiter. Was? Das ist doch so ein Kern. Böse Pyramide. Pyramide. Auch Kerne. Zum Leben. Deswegen hast du es mir. Ich? Ja, ich, ja. Ich bin cool. Ich habe auch einen Kern in mir. Heißt, ich trage einen Kern in mir? Genauso wie die ganzen Dreiecke und alles. Das heißt, wir sind der Grund, warum das Meer so ausgestorben war. Wir haben das Meer geplündert. Wir haben daraus unsere Energie gewonnen. Und dafür sind Spezien ausgerottet worden. Wir waren das, das Meer zerstört haben. Wir sind der Grund alles Übeln. Wir sind schuld. Wir sind schuld an allem. Aber das ist nicht glauben. Das Minenfeld des Todes, ey. Ich will da nicht durch.
will so sterben. Aber niemand wird sterben. Nein, ich will nicht sterben. Geht weg! Ich will nicht sterben. Ich will doch nicht. Ich war doch nur Mittel zum Zweck. Ah, fuck. Ich war nur Mittel zum Zweck. Das, die böse Pyramide hat mich dazu angestimmt. War es doch gar nicht. Wollte das doch nicht. Au! Ich bin ein bisschen hinterkommen. So geht's auch. Waren wir vielleicht nun wirklich Mittel zum Zweck? Immerhin wollen wir doch jetzt das Meer retten. Und alle Tiere. Dann können wir doch gar nicht so scheiße sein. So böse. Pyramide ist an allem schuld. Wir sind nur ein Roboter. Sie hat uns so programmiert. Sie hat unser Gehirn gewaschen. Ja. Weg. Wir haben es heil überstanden. Auf! Vernichten! Ich will sie vernichten! Das ist das Herz? Oh Gott, es guckt mich an! Hi! Nein! Nein, tu das nicht! Nein! Verkackt? Kann ich jetzt nicht glauben. Warum hat er das getan? Das war Selbstmord. Alles kaputt. Sind wir noch im... Oh Gott. Ah. Erstmal wieder hoch. Oh Gott, hab ich Kopfweh. Oh. Oh, wie sehen wir jetzt aus? Ich bin ja nur noch ein Skelett. Wo ist der Hai? Wo ist Hai? Hai! Schnell, schnell, vielleicht können wir noch erste Hilfe leisten oder so. Oder zweite. Du darfst nicht sterben. Nein, du darfst nicht sterben. Du Armer. Armer, armer. Du wolltest die nur alle beschützen. Nein. Das darf nicht. Nein. Nein. Du hast so tapfer gekämpft. Für uns alle. Du kannst doch jetzt nicht einfach... Nein! Das ist doof von dir. Du kannst du nicht einfach... gehen. Du kannst doch... Warum? Warum müssen unsere Freunde immer sterben? Man hat also unsere Begleiter genommen. Haben sie uns unseren Hai genommen. Kann denn jetzt noch kommen? Noch mehr Zerstörung? Kann mir Hai nicht irgendwie helfen? Die Blümchen sind schön. Wow. Ich möchte Hai retten. Sag mir, wie ich Hai retten kann. Bitte. Du sagst es. Hat die alte Zivilisation nicht irgendwas darüber hinausgefunden oder so? Lol. Wir können ja laufen. Okay. Sind wir jetzt in Atlantis angekommen? Hallo Froschis. Oh, ich glaube, die Tür ist zu.
Wir sind in Atlantis, definitiv. Oder in einer Welt, die noch viel, viel schöner ist. Nicht euer Ernst. Soll ich springen? Aber wir springen einfach mal. Yippie! Eins mit Sternchen. Okay. Da ist eine Zugtür. Müssen wir wahrscheinlich öffnen. Da sind die Ketten. Folgen wir den Ketten einfach mal wieder. Oh. Jetzt sind wir wirklich in der alten Stadt. Wolke ist wahrscheinlich. Ich mag es mit Fischen zu schwimmen. Das ist halt so awesome. Die Tür ist aber auch zu. Ah. Folgen wir mal der Kette. Ah, da ist was. Interagieren wir mal. Und hau rock! Das trotz, dass wir eigentlich nur noch ein Skelett sind. Heiliges Wasser! Gott. Sag ich gerne irgendwie heute. Ich weiß nicht warum. Noch die andere Kette. Ey, da unten sind so Dinger, so, ne? Lass die mal machen gehen. Ich möchte der Welt Leben schenken, weil ich ja scheinbar derjenige mit war, der ja alles zerstört hat. Ah, nein. Ich bin. Das ist zu tief. Anomal. Was? Anomal Lokaris. Jo, alles steht Kopf. Hat irgendein Urzeitwesen zu sein. Namen kenne ich zumindest noch. Pinguine. Ich glaube, hier sind auch alle Wesen etwas urzeitlich angehaucht. Erstmal meditieren wir und gucken wir, welche Fische wir hier so haben. Oder Schnecken. Oder noch andere Wesen. Ah, Ammonit. Ein Ammonit. Ist ein süßer Ammonit. Noch ein Ammonit. Was bist du? Akantode. Gott, das erinnert mich. Ja, schon wieder gesagt. Das erinnert mich an Elektrotechnik. So dezent. Was bist du? Gott, das sieht echt komisch aus. Ach, das ist so eins, was wir befreit haben. Dich kennen wir schon. Ich kenne ihn auch schon. Immer so einen Pinguin haben. Ein Pinguin. Nein, ich kenne dich schon. Aha. Na. Frechheit. Ich hatte ihn. Ist unfair. Kennen wir auch schon. Irgendwann heißen sie alle Herbert. Victalik. Oh, cool. Deine Augen leuchten schön. Da haben wir noch den Gar, den Gary. Mit so einem Pinguin. Jetzt.
Okay, das ist ein Dino. Ein Dolichorin Chops. Chip Chops. Wir könnten ja auch einfache Namen haben. Was bist du? Ein Hai. Helikopien. Oh, so ein Hai, ich letztens gesehen. Davon habe ich mal gelesen. Die sind richtig cool mit ihren komischen Zahnanordnungen, die aussehen wie eine Kreissäge. Die gibt's wirklich. Oh, guten Appetit. Hm, wir müssen jetzt die meisten haben. Kümmern wir uns mal darum, dass wir hier die Tür aufkriegen. Irgendwie. Hey! Unten ist noch ein Tor. Ich bin cool. Wir wissen's. Oh, hier ist schon was gestorben. Ist aber schon länger her. Was haben wir hier? Helikoprion, das sind die Haie. Wenn sie zu den Haifischen zählen, das weiß ich gar nicht. Vielleicht die Korallen. Dann nur noch den Rest finden. Hier gibt es auch irgendwo eine versteckte Höhle. Das ist alles so schön, ich bin ja irgendwie immer so halb sprachlos. Unten waren wir. Unten geht's auch noch weiter. Da ist, glaube ich, ein Tunnel. Sieht zumindest wie einer aus. Ah ne, das ist nur der Durchgang von der Treppe. Hier noch irgendwas? Hm. Erstmal schön gegen die Treppe schwimmen. Gut gemacht. Die wird sich nicht so einfach öffnen. Bin ich hier oben auch raus eigentlich? Ich da auch wieder ans Land. Also. Schwimmen wir jetzt mal rüber. Paddeln. Oh, ich sehe es alles so schön. Ah, hier ist wieder so ein Brunnen. Also eine Quelle, besser gesagt. Haben wir jetzt gemacht? Wir haben die Tür geöffnet. Wie cool. Wie cool. Dann auf. Oh, die ganzen Fische an den Wänden. Voll süß. Was, wie lange sich das gehalten hat? Und hopp. Und paddeln und paddeln. Und Tür öffnen. Aber kräftig ziehen. Jetzt! Geschafft! Frag mich, wo die Tür hinführt. Heiliges Wasser. Wollen wir mal dem Pfad folgen. Oh, ihr seid alle so cool. Hab euch alle lieb. Folgt ihr mir? Ah, oh, wie sie alle hochgesprungen sind. Voll cool. Richtig, richtig cool.